Dann wollen wir noch mal weitergehen hier. Okay. Schön, dass es dir nicht stört, dass ich mit der Waffe rumrenne. Du bist also der Händler, von dem Piper gesprochen hat, ja? Nee. Irgendwie glaube ich, dass sie mich wieder reingelegt hat. Habe ich recht? Da war mal ehrlich, ne? Bestimmt. Ja. Ich wollte dich nicht anlügen, aber es ging alles so schnell. Oh, na klar. Ist so schnell passiert, dass du jeglichen menschlichen Anstand vergessen hast. Hat dir deine Mutter nicht beigebracht, dass man ehrlich sein soll? Hey, was führt dich eigentlich nach Diamond City? Wäre gut, wenn ich das im Protokoll vermerken kann. Ich bin auf der Suche. Sind wir ehrlich. Ach ja? Ehrlich ist immer gut. Das geht dich nichts an. Okay. Tut mir leid, dass ich gefragt habe. Vielleicht sollen wir doch mal unseren Skillpunkt so langsam mal ausgeben. Ey, das ist dunkel hier. Es geht. Ich schaue jetzt mal kurz an die Skillpunkten. Da war das. So, also ich muss ja öfter mal gerne jemanden überreden. Mal gucken, was gibt's denn da so Schönes? Ja, da unten bin ich. Hä? Ach Gott! Was kann denn das sein? Blinde Intelligenz. Nee. Waffen, Hacker, Wiederverwerter, Wissenschaft, Apotheker. Ah, ich weiß das nicht mehr. Charisma. Handeln, Lady Killer, na, das ist immer noch. Wer braucht schon Freunde, wenn du ohne Bärende bist? Nee. Oh, vielleicht soll ich das mal nehmen. Feindlichen Hund festhalten wäre natürlich sehr geil. Ach, da unten kann ich wahrscheinlich nicht machen, ne? Ne. Ah, alles klar. Ah, okay. Ich muss da oben. Ah, okay. Jetzt biege ich so langsam ein bisschen mehr durch. Hier, Hundi. Bin ja gerne mit Hundi unterwegs. Machen wir mal noch ein bisschen hilfreicher. Die Frau Hundi? Ja. Kommen wir da auch rein? Gehen wir mal direkt zu Diamond City. Ich weiß. Diesen Moment hätte ich auch gerne überspringen können. Jetzt hole ich gerade ein Kabel. Ich hoffe, die Aufnahme ist einigermaßen okay, weil ich nebenbei noch hochlade. Wenn nicht, dann verzeiht es mir, nur das Hochladen dauert mir gerade zu lange und ich habe zu wenig Zeit. Diamond City. Reden wir dann nochmal mit ihr. Hey, Kleine, wie verkauft sich die Zeitung so? Naja, die Presse läuft auf Hochtouren. Der Motor wird bald den Geist aufgeben, wenn wir ihn nicht ersetzen. Ach, das sagst du schon seit Wochen und das Ding läuft noch. Mach dir nicht dauernd so viele Gedanken. Ich muss dafür. Warum? Stimmt was nicht? Piper? Hä? So das denn? Na, okay. Ja, kann jedem guten Spiel mal passieren. Kostenlose Zeitung für Neuankömmlinge. Was? Wenn dich das Institut nachts holt, haben wir dich immerhin gewarnt. Das Institut? Das Institut? Du hast noch nie was vom Institut gehört, Mister? Sie holen sich nachts Leute und man hört nie wieder was von ihnen. Steht alles in der Zeitung. Solltest du besser lesen, bevor sie dich auch erwischen. Jo. Ich glaube dir ja. Danke. Du bist echt ein verlorenes Schäfchen in der Wolfshöhle, Mister. Was machst du eigentlich hier in Diamond City? Ich hoffe, mir was zu finden. Ja, genau wie jeder andere Plünderer im Commonwealth auch. Und wonach suchst du genau? Ja, ihr würde ich es mal sagen. Ich suche nach Sean. Er ist mein Sohn. Nicht mal ein Jahr alt. Du hast einen Sohn, Mister? Mann, du bist echt alt. Da wirst du Pech haben. In Diamond City sucht niemand nach verschwundenen Leuten. Verschwundene Leute bedeuten, dass das Institut seine Finger im Spiel hat.
Und niemand will die Aufmerksamkeit des Instituts erregen. Ja, ob ich das schaffe, Überredenskunst? Du bist doch ziemlich schlau. Gibt es nicht irgendwen in der Stadt, der keine Angst vor dem Institut hat? Naja, es gibt da den Detektiv, Mr. Valentine. Er hat vor nichts und niemandem Angst. Wenn dir jemand helfen kann, dann er. Was weißt du noch über diesen Mr. Valentine? Ich weiß, dass alle Erwachsenen, die dorthin gehen, das niemals zugeben würden. Ist das nicht mal wieder typisch? Den Leuten, die einem am meisten helfen, dankt es mal wieder niemand. Danken wir alle. Danke. Du warst mir eine große Hilfe. Denk daran, das Institut ist da draußen. Pass auf dich auf. Alles klar. Nur Wuffel, was Bescheid. Hier muss ich auch aufpassen, dass ich nicht irgendwas aus Versehen stehle. Das wäre schon scheiße. Naja, sieht doch recht interessant hier aus. Nein. Los, alles, nur nicht schießen. Wird uns das auf der Karte angezeigt? Haben wir da hier lokale Karte? Oh Gott. Okay, irgendwie wird mir das nicht angezeigt, wo dieser Detektiv sein könnte. Dann schauen wir gleich jetzt mal so nach. Erstmal will ich was in der Hand nehmen, was nicht so... Ja, womit ich nicht aus Versehen Schuss loslasse. Entschuldigung. Security! Hallo? Ach, das ist ein Stadion, ein altes, wa? Cool. Sicherheitsbüro, da gehe ich erstmal noch nicht rein. Wahrscheinlich eh... Da, Detektiv steht da. Hahaha. Gehen wir nochmal gleich zu ihm. Gewächshaus? Das Institut muss doch Feinde haben, oder? Was? Meinst du die Railroad? Das ist doch nur ein Märchen, Mann. Valentine, der Detective Agency. Statt mir ihm mal einen Besuch ab. Kann mir schon vorstellen. Er möchte mein ganzes Vermögen. Oh. Ups. Guten Tag. Ist alles in Ordnung? Wieder ein Verirrter, den der Regen hierher gespült hat. Ich fürchte, du kommst zu spät. Das Büro ist geschlossen. Moment, wer bist du? Bist du etwa der Detektiv? Ich? Nein, ich bin Nicks Sekretärin. Ich kümmere mich um seine Termine, seine Akten und solche Sachen. Naja, zumindest habe ich das gemacht, aber jetzt ist Nick verschwunden und ohne Detektiv lässt sich auch keine Detektei betreiben. Macht Sinn. Bitte mal die Hilfe an. Keine Sorge, ich helfe dir. Erzähl mir einfach, was passiert ist. Nick hat an einem Fall gearbeitet. Die Gang von Skinny Malone hat eine junge Frau entführt und er hat sie bis zu ihrem Versteck in der Park Street Station verfolgt. Mhm. Da unten gibt es einen alten Vault, den sie als Lager benutzten. Ich habe Nick gesagt, dass das eine Falle ist, aber er hat nur gelächelt und ist durch die Tür, wie immer. Okay. Wollen wir mal Geld verlangen? Versuchen wir es mal. Hey, ich würde ja gerne helfen, aber komm. Wäre dieses kleine Problem der Spesen. Bitte. Nein! Ich zahle, wenn du Nick findest, aber nicht mehr als 100 Kronkorken. Ja, das komm. Ist die Belohnung und über die wird nicht verhandelt. Nimm mich an, komm. Ich werde ihn finden, das verspreche ich dir. Danke. Nick ist leicht zu erkennen. Er hat sich für diese Trenchcoat- und Hutnummer entschieden. Bitte beeil dich. Wuffel, wo geht's lang? Naja, hier will ich ja nicht rumstöbern, da. Begonnen sei mein Valentine. Ach ja, immer diese kleine Komik im Spiel, finde ich. Nice. Mann, ich wollte einen Schluck trinken, Mensch. Was sagt denn die Karte? Entschuldigung. Oha. Vielleicht kommt schon mal die Weltkarte an, sieht man es da eher. Hä? Berichte den Siedlern bei Oberland deine Erfolg. Bin gerade ein bisschen verwirrt.
werden meine Quests angezeigt. Aufgaben. Sei mal Welt teilen. Ach, jetzt habe ich's. Oh Gott, ey, wie dumm. So. Das würde ich gerne auf der Karte sehen. Ach, da hinten noch, du Schande. Wie gibt es denn. Ach Gott, jetzt weiß ich. Jetzt habe ich ein bisschen mehr verstanden. Untersuche die Wasseraufbereitungsanlage. Wie gibt es Pipers? Gib mir mal zur Story des Jahrhunderts. Das müsste ja hier in der Nähe sein. Fährt ja nicht so weit weg. Karte. Lokale Karte. Da. Können wir das irgendwie markieren? Naja. Gut, dann müssen wir das. Das ist ein bisschen viel aktiviert. Na, sieht doch schon mal einigermaßen richtig aus. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ist das doch hier? Hey? Ah, hier! Oh. Ah, gut. Hm? Jemand zu Hause? Hallo? Ah! Hä? Nee, du bist nur wieder nett. Wo ist sie denn? Hä? Okay, das Terminal darf ich ja wohl nicht einfach so benutzen. Huppala, mal wieder Randale hier. Hey, Ned. Pass auf dich auf. Das Institut könnte direkt hinter dir lauern. Ja, und wo ist jetzt hier die Piper hier, deine Freundin da? Ah, da! Wo kommst du denn jetzt her? Hey, Piper. Schön, dass du vorbeischaust. Ist alles klar bei dir, Blue? Blue? Warum nennst du mich so? Wegen deines blauen Anzugs? Du bist ein Wortbewohner. Also hör zu, ich will ein Interview. Deine Lebensgeschichte. Oh ich Gott. Finde, es wird Zeit, dass Diamond City mal erfährt, wie ein Fremder das Commonwealth so findet. Wenn das klappt, dann... Ich hab's. Dann komme ich mit dir mit. Ich pass auf dich auf, während du dich an die Welt hier oben gewöhnst. Ja, komm. Okay, Piper. Ich bin dabei. Gut. Kommen wir zum Geschäft. Also, ich weiß, du kommst aus einem Wort. Wie würdest du deine Zeit darin beschreiben? Kalt. Das war normal. Wir waren im Kälteschlaf. Ja. Meine Familie und ich wurden eingefroren. Ich war nicht lange im Wort. Warte. Die haben dich in eine Kühltruhe gesteckt? Die ganze Zeit? Heißt das, du hast die Zeit vor dem Krieg erlebt? Ja. Ja, ich bin über 200 Jahre alt. Oh mein Gott, der Mann aus einer anderen Zeit. Also, du hast das Commonwealth gesehen, Diamond City. Wie ist das verglichen mit deinem alten Leben? Na, viel haben wir noch nicht gesehen, ne? Gib mal Hoffnung. Ganz ehrlich? Zu sehen, wie ihr hier draußen überlebt und alles neu aufbaut, das gibt mir Hoffnung. Das ist überraschend inspiriert, Blue. Das Zitat werde ich definitiv nehmen. Jetzt die große Frage. Hm? Du bist hierher gekommen, weil du jemanden suchst. Wer ist es? Soll ich das so öffentlich machen? Ja, Familienmitglied. Ich habe meine Familie verloren. Ja, klar. Ich versuche, sie wiederzufinden. Wie heißen sie, Blue? Wer sind sie? Boah, soll ich es echt sagen? Ja, komm. Mein Sohn Sean. Vielleicht liest er das ja oder so oder irgendwie. Er ist nicht mal ein Jahr alt. Auf der Suche nach dem vermissten Kind. Das ist heute so rührend wie eh und je. Glaubst du, das Institut hat etwas damit zu tun? Aber das kann ich ja noch nicht sagen, oder? Warum nicht? Kann sein. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht. Das tut keiner. Das macht sie so unheimlich. Im letzten Teil unseres Interviews möchte ich etwas anderes machen. Gib den Leuten aus Diamond City doch ein paar Worte mit auf den Weg. Durch Entführungen wird im Commonwealth ignoriert. Alle tun so, als würde das nicht passieren. Was würdest du jemandem sagen, der einen geliebten Menschen verloren hat und nun zu viel Angst hat oder zu gelähmt ist, um nach ihm zu suchen? Leute ignorieren Entführungen also und einen Tag nach dem anderen Rache nehmen, nicht die Hoffnung verlieren. Ganz egal, wie sehr man aufgeben möchte, man darf es nicht tun. Man darf die Hoffnung nicht aufgeben, dass man sie wiedersehen wird. Ich glaube, man diese scheiß Maske hat. Dass die Wahrheit erfährt. Eine starke Aussage zum Schluss, Blue. Danke. Wir sind fertig. Wird eine Weile dauern, das alles zusammenzupuzzeln, aber deine Geschichte wird den Leuten in Diamond City einiges geben, worüber sie reden können. Wie auch immer. Ich habe ja gesagt, dass ich mit dir komme.
auf dich aufpasse. Sag Bescheid, wenn du soweit bist. Ich bin gespannt, wie die Geschichte weitergeht. Ha, sehr schön. Lesen wir einfach mal. Tun wir mal so, als ob wir es lesen. Ja, alles klar. Das wollt ihr nicht wissen. Viel zu viel. Puffel? Hallo? Ich kann mich doch hier nicht einfach bedienen. Ich glaube, da gibt's Ärger. Keine Bewegung, Zünd! Was hast du mit dem echten Riley gemacht? Wo ist mein Bruder? Ich schwöre, ich bin kein Zünd! Nicht schießen! Um Himmels Willen! Wir sind eine Familie! Nimm die Waffe runter! Sofort! Er ist ein Zünd! Er wird uns alle töten! Nein! Alter! Okay, die Show ist vorbei. Es gibt keine Sins in Diamond City, hört ihr? Nur euch und eure Scheißparanoia. No. Die greifen aber durch. Ich glaube, ich bediene mich da jetzt einfach mal nicht sofort dran. Takahashi! Waffen! Was sind sie alle? Ja, toll, sind sie alle hier auf dem Marktplatz, weil da irgendwas passiert ist. Super. Kann ich mit ihm reden? Hey, er hatte eine Waffe auf mich gerichtet. Mein eigener Bruder. Was ist passiert? Ich bin kein Zünd. Ich hab's ihm gesagt, immer wieder. Warum hat er mir nur nicht zugehört? Ich brauche eine Minute. Euren Entschuldigung. Mein Gott. Kyle. Zurücktreten, Plünderer. Ich bin kein Plünderer. Hallo. Ich verstehe, Officer. Ich wollte nur wissen, was passiert ist. Hörst du schlecht? Ich sagte, verschwinde von hier. Sofort. Alles klar. Redest du mit mir nochmal? Weitergehen. Nein, tust nicht. Ja. Aha, okay. Ja, hier ist ja keiner, der mich bedient. Oh. Was hast du? Andere Läden haben vielleicht geschlossen, aber Diamond City Surplus hat 24 Stunden am Tag geöffnet. Was hast du Schönes? Ich habe schauen wir es mal an. Um mir dein Angebot anzusehen. Ausgezeichnet. Ui, Patronen! Und wie teuer? Mit 6, 3, 8. Wie viel habe ich? 602. Was passiert denn jetzt? Okay. Oh Gott, 6 pro. Wir brauchen aber Munition. Und das auch nicht zu wenig. Von der 308er haben wir noch so gut wie gar nichts mehr. Die wäre sehr wertvoll für mich. Ach, nimm was mal. Zack. Hä, warum sind die jetzt nicht gesteckt? Okay. Das lasse ich jetzt einfach mal so durchgehen. Kann ich ihn dann verkaufen vielleicht? Irgendwas. Habt ihr irgendwas, was Geld bringt? Das bringt mir selber was. Ja, der Ehering. Nee. Ich habe 21 Fusionszellen? Habe ich 21 Fusionszellen? What the? Was ist denn nur passiert? Hä? Habe ich irgendwas verpasst? Kann ich ja meinen Anzug mal wiederholen. Ach komm, das muss man mal ein bisschen besser sortieren hier. Diverses. Tabu-Tattoo. Macht das Sinn, das zu verkaufen? Macht vielleicht Sinn, das eventuell erst noch mal zu lesen. Naja, schauen wir mal.